Hallo und herzlich willkommen. Ich will heute ein bisschen was über das attributierbare Web erzählen. Das ist ein Entwurf von, ich mache das ein bisschen weiter hier runter, von einer kleinen Forschungsgruppe von mir und einigen anderen, die an der UdK Berlin da in den letzten 2 Jahren dran gearbeitet haben. Und bevor ich davon jetzt ein bisschen mehr teile, möchte ich erstmal noch ein bisschen auf das Problem eingehen, was wir überhaupt versuchen zu adressieren. Und zwar, kannst du ein bisschen mit dem Main runtergehen? Sorry. Und zwar haben wir ein Problem heutzutage mit dem Web, wie es sich entwickelt hat. Und zwar irgendwie sind wir an dem Punkt gelandet, was es, obwohl es mal eigentlich dezentral gedacht war, dass wir mehr und mehr uns zentralisieren in dem Ganzen. Gerade Plattform as a Service oder Infrastructure as a Service sind Paradigmen, die immer mehr in Anwendung kommen. Und was früher mal überall weit gestreut war, zentralisiert sich heutzutage mehr und mehr auf einzelne Standorte. Das sind zum Beispiel die geplanten bzw. schon in Betrieb genommenen Standorte von Amazon AWS, die heutzutage von den 100.000 meistbesuchtesten Websites 34%, also über ein Drittel, laufen darauf. Also prinzipiell, auch wenn wir uns das sich danach anfühlt, als wäre etwas dezentral und wir verschiedene Webseiten ansteuern, im Endeffekt hardwaremäßig liegt das alles dann einen großen Teil eben auf bei Amazon-Servern. Das gleiche Problem haben wir aber auch leider bei Software bekommen, dass die Software, die im Endeffekt dann auf den großen Rechenzentren läuft, Software as a Service betrieben wird. Also sprich, es ist schon sehr, der Nutzungskontext ist schon sehr weit vorgegeben, wie wir diese Software zu nutzen haben. Wir können bedingt individualisieren, wie eben die jeweiligen Anbieter das wollen. Und gerade jetzt in der Pandemie, wo sehr viel auch nochmal auf Remote Work umgestellt ist, haben wahrscheinlich die meisten von euch und Ihnen hier einen dieser Plattformen schon mal genutzt. Und prinzipiell, ja, wir organisieren unser Sozialverhalten gänzlich nur noch in einen dieser großen Plattformen. Gerade soziale Interaktionen eben mit sozialen Gruppen, ob jetzt Sportvereine oder auch von der Arbeit, passiert auf einigen Subkontexten eben innerhalb dieser Plattform. Wenn wir jetzt uns ein paar Mal angucken, Discord zum Beispiel, die Unterteilung da heißt Server, hat aber nichts mit einem wirklichen physischen Server zu tun. Da kann man Einzeldirektnachrichten mit Leuten schreiben, man kann mit Gruppen Nachrichten schreiben und man sieht natürlich, man hat ein Rechtemanagement, wer ist in diesen Gruppen drin. Bei Slack das gleiche Prinzip, Server heißt jetzt Workspace, man hat im Prinzip auch hier wieder virtuelle Unterteilung. Man kann Einzelnachrichten schreiben, man kann Gruppennachrichten schreiben, man kann sehen, wer sind in diesen Gruppen drin. Telegram, drittes, letztes Beispiel, gleiches Prinzip. Wir haben Einzelnachrichten, Gruppennachrichten und haben eine Kontrolle, wer ist in diesen Gruppen drin. All das ist aber eigentlich im Prinzip nur eine virtualisierte Dezentralität. Und das ist leider vielen eben gar nicht mehr so bewusst. Und irgendwie sind wir jetzt in den letzten 10 bis 15 Jahren da eben so hingeschlittert, dass wir von einem dezentralen Internet mehr und mehr zu einem zentralisierten gekommen sind auf Hardware und Software eben. Natürlich hat es auch Vorteile, Sachen lassen sich einfacher zu managen und so. Viele Sachen werden externalisiert, aber das kann eben auch zu Problemen führen. Und was könnte da zum Beispiel daneben gehen? Wir nehmen einfach mal zwei fiktive Szenarien jetzt, wobei teilweise auch gar nicht so fiktiv. Wir haben irgendwie ein politisches System, was wechseln könnte. Nehmen wir ein fiktives Land, bauen wir hier mal einfach auf. Da sind ein paar glückliche BenutzerInnen drin und die organisieren sich zum Beispiel über Telegram und bauen sich da ihre jeweiligen Gruppen auf oder auf Slack oder auf Microsoft Teams oder whatever. Aber im Prinzip geht es einmal ins Internet, einen spezifischen Server und was oft gern gemacht wird, ja, Sperren eingeführt. Gut, das kann man umgehen. Gerade wenn jetzt ja, VPN an oder Tor an, geht man eben an einen anderen Punkt. Das macht man 2-3 Mal. Das klappt auch noch bedingt dann. Problematisch wird eben das Ganze, wenn jetzt mal das Internet abgeschnitten wird. Auch das ist jetzt kein fiktives Szenario. Gerade im Teilenbereich des Irans ist das ja passiert, dass jetzt gerade einfach mal Bereiche komplett abgeschnitten werden. Und da hilft dann auch nichts das beste Tor und VPN, wenn einfach keine physische Verbindung zum Internet mehr ist. Haben wir den Salat und wir können uns nicht mehr organisieren. In der Regel wird dann oftmals auch
zentrale Services eingeführt, vielleicht teilweise staatlicherseits. Wenn man da dann mal ein Problem mit hat und das auch äußert, in der Regel ist das nicht end-to-end verschlüsselt und lalülala. Das war's. Das ist ein Szenario, das sollten wir uns als Gesellschaft nicht eintreten wollen. Gleichzeitig anderes Szenario ist, wir nehmen wieder ein fiktives neues Land, das wieder mit glücklichen neuen BenutzerInnen ist, was komplett noch demokratisch funktioniert, aber auch hier wieder Zentralisierung auf einzelnen digitalen Services. Jetzt kommt irgendwie ein dritter Spieler ins Spiel, macht ein Tiefseekabel mal kurz kaputt. Gut, wir haben ein vernünftiges Routing-Protokoll, dann geht das eben über woanders rüber, aber geht das auch noch kaputt, das macht man auch zwei, dreimal, irgendwann fängt es an zu ruckeln. In dieser Abhängigkeit wollen wir uns gar nicht bringen und wie letzte Woche auch gesehen, gerade mit Nord Stream, die AG Kritis hat da ja auch viel drüber seit Jahren immer erzählt, dass wir irgendwie da aufpassen müssen, wie abhängig wir uns von einzelnen nostalgischen Punkten da machen. Und das zum Beispiel ist jetzt die Karte der Unterseekabel. Wenn wir alles an diese mit der Abgleichen mit der Karte vorher mit von Amazon Rechenzentren, da ein paar muss man kaputt schneiden und dann wird es schon schwierig. Nicht, dass das ganze Internet dann zusammenbricht, aber wir haben ein Problem, dass wir eben das alles nur noch zentralisieren. Das wurde auch von der Regierung teilweise versucht zu begegnen, auf sowohl Bundesebene als auch EU-Ebene. Da gibt es verschiedene Sovereign Tech Approaches. Also Versuche irgendwie, wie können wir dann dagegen wirken, anstatt immer alles auf die großen Amazoner Google Clouds zu werfen. Gaia X ist so ein Beispiel. Aber das im Prinzip verschiebt nur das Problem, anstatt es wirklich zu lösen. Denn wir haben genau die ganzen Probleme, die wir mit den Clouds haben, ob wir jetzt die Cloud irgendwo anders bauen oder jetzt hier, aber im Prinzip trotzdem eine Hardware-Zentralisierung vornehmen, als auch Palantir oder so mit drin sitzen. Das sollten wir das alles eigentlich nicht wollen, uns da irgendwelche solche Instanzen aufzubauen. Und deswegen ist das eigentlich auch keine wirkliche Lösung für das Problem, was adressiert werden müsste. Denn auch wenn innerhalb dieser, gerade jetzt beispielhaft Gaia X, einzelne Services kompatibel miteinander sind, eine universelle Interoperabilität ist nicht gegeben außerhalb dieser Cloud. Es gibt zwar ein paar APIs, die nach außen funktionieren, aber auch die werden geändert. Auch das, es gibt kein universelles Interface dazwischen, wie das auf Inhaltsebene sich Daten austauschen können. Und das ist ein Problem, was haben wir so ein bisschen geerbt von dem Web 2, wo wir uns irgendwie noch immer drin befinden. In den letzten Jahren auch so gerade durch die ganzen Blockchain-Kits ist sehr oft irgendwie Web 3 gefallen und was ist jetzt das Web 1 und 2? Ganz kurz da auch ein bisschen Kontext zu schaffen. Fangen wir mal irgendwie in den Early Web-Sachen an, so in den 90ern, wo im Prinzip das Internet war zu dem Zeitpunkt noch dezentral und relativ lebendig und organisch, wie es sich organisiert hatte. Sprich, jede Person konnte eigene Server bauen, wenn man die technischen Fähigkeiten hatte. Self-Hosting war noch möglich und prinzipiell auch Institutionen, ob jetzt Universitäten oder auch kleine Gruppierungen hatten eigene Server, wo eben die volle Kontrolle über die Geräte waren und ja, das Problem aber dabei natürlich war, die eigentliche technische Einstiegshürde war relativ hoch. Dadurch war es eben nur für eine kleine, sehr privilegierte Runde möglich, eben am Web zu partizipieren aktiv. Um dem entgegenzuwirken, kam damals so das Web 2, so Blogger und so sind so sehr frühe Unternehmen, die das mitgebracht haben, die gesagt haben, wäre ja schön, wenn mehr Leute partizipieren könnten und auch Inhalte kreieren können. Und das hat ja auch einen total demokratisierenden Effekt und ist jetzt per se nichts Schlechtes. Das Problem ist nur, es muss dadurch eben sehr vorgesteckt werden, wie diese, was man in diesen jeweiligen Plattformen machen kann, was man publizieren kann, was nicht, nach welchen Paradigmen. Und da sind wir im Prinzip noch heute. Es ist so einfach geworden wie nie, Inhalt zu teilen. Nur das Problem, das zentralisiert sich immer mehr auf einzelne Interfaces, die versuchen eben möglichst viel für alle abzudecken. Und ja gut, dann gibt es noch kurz das Web 3, was ausgerufen wurde, um auf der Blockchain zu basieren. Und prinzipiell, die haben ein paar valide Punkte, denn auch die haben jetzt bemerkt, so, okay, wir haben irgendwo, irgendwie haben wir einen Punkt erreicht, wo die Plattform Zenit erschaffen haben und wir müssen irgendwie das mal schaffen, dahin zu kommen, dass
dem entgegenzuwirken. Das Problem ist nur, die versuchen die ganze Zeit eine falsche Technologie auf oder eine Technologie auf die falschen Probleme zu adressieren. Denn einfach eine Datenhaltung zu bauen, wo alles in einer Datei ist, die zwar von einer größeren Menge einzelner Entitäten, die sich nicht vertrauen müssen, zusammen eine Konsensfindung stattfinden kann. Das ist nicht im Prinzip das, wie es ja skalierbar ist. Das ist auch jetzt nicht wirklich eine komplette Dezentralität, sondern eher mehr eine Verteilung und eine Konsensfindung. Aber auch dazu gerade im Hauptsaal von Anke Domscheit-Berg und Tante ist ja gerade die Gesprächsrunde, die wahrscheinlich da auch genug in der letzten Zeit drüber geredet haben. Aber lass uns doch mal irgendwie daher irgendwie schauen, so, was sind so die Kritikpunkte, sind valide von Blockchain, nur die Technik vielleicht nicht. Und es ist relativ unrealistisch, wenn wir schauen, wie organisieren wir uns denn überhaupt in der physischen Welt, dass wir alles in eine riesen Datei werfen würden. Und daher so zu überlegen, wie wollen wir vielleicht das Web mal so strukturieren, wie wir es auch aus dem Physischen kennen, gucken wir uns mal an, wie funktioniert das denn im Physischen. Jetzt auch ein kleineres, fiktiveres Beispiel. Wir sind hier in der Uni, sagen wir mal, wir haben eine Gruppe von StudentInnen, die sind irgendwie im ersten Semester und das ist jetzt ja auch, ja, ne, wer da jetzt drin ist und wer nicht, eine kleinere Gruppe. Jede Person aber hat ja nicht eine singuläre Funktion nur, sondern man ist ja in verschiedenen Kontexten und die gehen auch graduell ineinander über. Sprich, man kann ja hier studieren und kann gleichzeitig vielleicht schon woanders was lehren oder in einem anderen Berufsfeld ausüben, wo man schon sehr viel Eigenexpertise mitbringt oder vielleicht eben noch gleichzeitig in einem Sportverein sein und Volleyball spielen. Und je nach die gleiche Person, je nach Kontext, diese Kontexte überschneiden sich. Sie sind jetzt nicht sehr trennscharf abgeschnitten, wo beginnt der eine Kontext, wo gibt es Überschneidungen mit dem anderen. Plattformen hingegen geben uns ja sehr stark vor, wo beginnt eins, wie interagieren wir mit anderen Leuten und nicht. Und was wir aus so einem Beispiel her ein bisschen so herableiten können, ist, wie wir vielleicht so ein Web strukturieren wollten. Es gibt im Prinzip im Realen keine einzelne Autorität, die alles eben bestimmt. Das ist ja heutzutage auch eher, dann sagen wir mal, delegiert. Es gibt jetzt nicht wie in der Blockchain den einen Raum, wo alle Daten drin gehalten werden, sowohl über wie organisiere ich mich in der Uni, als auch wie bin ich in meinem Sportverein. Gleichzeitig ist es eben nicht binär, also entweder bin ich A oder B, sondern auch, oder mit welchen Personengruppierungen sind irgendwie sowohl in A oder B. Und das sind graduelle Übergänge, die kontextspezifisch eben auch neue Subgruppen dadurch bilden. Und dadurch eben auch eine kontextspezifische Legitimität kommt mit einher. Sprich, wenn ich zum Beispiel, jetzt hier gerade in der Uni bin und Ersti wäre, dann habe ich da vielleicht keine Legitimität in meinem Fachbereich. Im Gegensatz aber, wenn ich nebenbei in einem Sportverein bin und erste Bundesliga in einem Volleyball spielen würde, habe ich da eine relativ hohe Legitimität. Aber das eine leitet sich ja nicht für das andere ab. Und das haben wir oft im Web, dass eben, sagen wir, irgendeine Person hat relativ viel FollowerInnen aus einem Sportbereich und äußert sich auf einmal zu Klimawandel. Das eine wird auf das Falsche attributiert und das ist eben dadurch nicht oft kontextsensitiv und das ist eben ein Problem, was wir begegnen sollten. Zudem haben wir im realen physischen Raum auch eben delegiertes Rechtemanagement. Es gibt jetzt nicht eine Instanz, die alle Rechte verwaltet, sondern zum Beispiel im Sportverein organisiert sich der Sportverein. Im Gegensatz, ein Staat muss nicht wissen, wie genau sich der Sportverein legitimiert und organisiert. Und eine Aster-Gruppe auch wieder gänzlich anders, aber jede Gruppe nach dem jeweiligen Kontext delegiert eben jeweils die Rechte, wie wir miteinander umgehen, als auch wer kann was sehen und wie öffentlich ist das, so weiter und so fort. Und als letztes noch, wir haben eine Interoperabilität und Kompatibilität. Das bedeutet, in den Kontexten selber sind wir kompatibel eben miteinander, können verschiedene Positionen innerhalb des gleichen wahrnehmen. Das bedeutet eben, ich kann eine Funktion als Student wahrnehmen, ich kann aber auch eine Funktion, als wenn ich jetzt im Sportverein bin, wahrnehmen. Gleichzeitig ist aber auch eine Interoperabilität von bestimmten Regeln möglich, dass zum Beispiel
Es muss nicht jetzt aus dem Sportverein, wenn ich jetzt hier Volleyball spiele, eine Person aus Lateinamerika, wenn ich mal gegen die Volleyball spiele, muss nicht wissen, wie das Ganze hier jeweils organisiert ist und auch welche Mitgliedsnummern oder was auch immer das ist, beinhalten, sondern es gibt eben einen gemeinsamen Datensatz, wo beide autonom sich voneinander organisieren können und trotzdem miteinander noch immer interoperabel sind. Und das alles ist im Prinzip, wenn wir versuchen würden, wie könnten wir das mit heutigen Plattformen umsetzen, das ist im Prinzip nicht möglich. Denn die Plattformen geben jeweils sehr spezifische Nutzungsszenarien vor, die eben nicht die Möglichkeit haben, untereinander interoperabel zu sein. So, das wäre sozusagen jetzt die Herausforderung. Wie könnte man auf Basis dessen einen Entwurf mal machen, wie ein Web zum Beispiel anders aussehen könnte? Und das würde ich gerne mal so ein bisschen vorstellen. Wir haben das Ganze jetzt mal Attributable Web genannt und es basiert eigentlich sehr groß stark auf der Idee des semantischen Webs. Das semantische Web ist, ja, Ted Nelson hat es so vor 60 Jahren schon mal sich erdacht. Viele andere haben da auch schon viel zu gearbeitet. Aber im Prinzip damals, nachdem die ersten Knackpunkte des ersten Webs da waren, wurde mal geguckt, ah, okay, wie kriegen wir denn überhaupt diese ganzen Sachen auf Inhaltsebene zusammen? Damals war es aber einfacher zu sagen, okay, wir bauen jetzt Plattformen, die auf dem aktuellen Webstack aufbauen, anstatt dass wir ein komplettes neues Web nebenbei bauen, weswegen das eben zu einem Problem geführt hat. Denn das semantische Web, um es kurz zu erklären, heutzutage, es ist nicht möglich, eigentlich auf Inhaltsebene Sachen miteinander zu kombinieren. Wenn man schon mal versucht hat, zum Beispiel von Instagram ein spezifisches Kommentar zu nutzen und irgendwo anders einzubinden. Es gibt zwar die Möglichkeit, Iframes zu nutzen, aber man nimmt immer natürlich die Gestaltung mit der Website, auch die Möglichkeiten oder prinzipiell die APIs, die jeweiligen Plattformen vorgeben, die man nur nutzen kann. Aber eine Trennung von Inhalt, URL-Schema und dann Front-Facing-Website ist nie passiert. Und das ist eigentlich sehr schade, weil dadurch haben wir 1000 tote Links überall rumliegen, die, wenn mal irgendwie eine Website gelauncht wird, der Inhalt teilweise gleich ist, aber die ganzen Links klappen nicht mehr. Plus wir können nicht die Sachen kombinieren und dadurch haben wir eine wahnsinnige Macht bei den Plattformen liegen. Und ja, im Endeffekt, als das damals versucht wurde, es hat leider nicht geklappt, größtenteils eben dadurch, weil den Fehler gemacht hat, zu komplex zu sein und nicht nahbar genug und als auch dadurch einen zweiten Stack neben dem bestehenden Web aufzubauen. Wenn wir jetzt mal irgendwie überlegen wollen würden, okay, diese Aspekte aus, wie organisieren wir uns aus der physischen Welt, als auch wie kriegt man das vielleicht mit einem semantischen Ansatz zusammen, bräuchten wir so ein paar ja, Entwurfsbausteine, die definitiv gegeben sein müssen, um so ein anderes Web sich zu erdenken. Ich denke mal, die meisten, deswegen auch hier sind, dass Open Source und freie Software ist der wirklich fundamentalste Grundbaustein von dem Ganzen. Denn wenn wir irgendwie Software bauen, die interoperabel miteinander möglich sein kann, muss es möglich sein, die auch zu forken, modular zu ergänzen, kontextspezifisch und lokal, als auch eben nachvollziehbar. Das heißt nicht, dass alle Personen dass nicht alle Personen allen Quellcode verstehen müssen, aber sie sollten die Chance immer dafür haben oder jedenfalls Dritten, denen sie vertrauen, das zu fragen. Und auch da einfach nur in Source Code ins Web zu kippen, ist da nicht die Lösung, sondern eben wir müssen das auch irgendwie dann dokumentiert hinbekommen. Das Zweite ist irgendwie ein bisschen schon jetzt angesprochen vom Ansatz des semantischen Webs, irgendwie wir müssen das Interface und den Inhalt und damit auch die Inhaltsspeicherung voneinander trennen. Das bedeutet eben im Prinzip hierbei, wir müssen es schaffen, irgendwie in NutzerInnen-Accounts auf verschiedenen spezifischen Servern die Möglichkeit haben, dass NutzerInnen Inhalte anlegen können, die aber eben von Applikationen jeweils da in deren Namen angelegt werden, aber das Interface an sich austauschbar ist. Als ein Beispiel, zum Beispiel, wie wir das jetzt an der UdK Berlin hier gemacht haben, wo ich komme später dann mal noch mal ein bisschen mehr im Detail zu, ein Content-Management-System, was föderierbar ist, gebaut haben. Auch da gibt es verschiedene Interfaces. Es gibt eine Front-Facing-Website, gerade die tauscht sich vielleicht auch oft das aus. Es gibt ein Content-Management-System, das kennen wir auch so schon von WordPress im Prinzip im Hintergrund. Aber was Neues ist, wäre eben die Idee, dass es generalisierte Interfaces, die überhaupt nichts damit zu tun haben, man die Möglichkeit hat, sich auch einzuloggen und zu sehen, welche Inhalte wurden denn von mir angelegt. Und zwar eben alle Inhalte einzusehen.
Und damit, jetzt sind es jetzt nur drei verschiedene Arten von Interfaces, aber dass im Prinzip jegliche Art von Interface die Möglichkeit hat, den jeweiligen Inhalt anzulegen oder anzusehen, solange man eben sich dementsprechend autorisiert. Heutzutage ist das im Prinzip nicht möglich, weil bei Plattformen alles, das ist jetzt nur ein paar herausgepickte Punkte, alles in einem immer zusammengebaut wird und immer als Full Stack dann hat die Vorteil, man kann alles feinst spezifisch aufeinander anpassen. Nachteil des Ganzen ist eben, wir können nicht einzelne Teile austauschen als NutzerInnen und das ist eben, dass das eben immer gegeben sein müsste. Sprich, wir müssen irgendeine Datenbank-Variante haben, wo man sich mit Interface drauf einloggen kann, aber jeder einzelne Punkt eben, falls eine Caching-API notwendig ist, eine API noch dazwischen zu schalten, eine Front-Facing-Website muss nicht, kann man auch selber drauf schalten, aber dass alle Sachen modular voneinander getrennt betrieben werden können. Um all das zu ermöglichen und gerade auch den dezentralen Aspekt zu haben, müssen wir irgendwie gucken, was ist in dem aktuellen Webstack das letzte Teil, der wirklich komplett dezentral funktioniert. Und das ist im Prinzip DNS. Auch das wird heutzutage von großen DNS-Providern wie 1111 oder Google alles cached vorgehalten. Aber prinzipiell diese Technologie, die da draußen ist, funktioniert noch delegiert und dezentral. Und unser Entwurf wäre eben da zu gucken, okay, lass uns auf dem Domain-Name-System aufbauen, sprich zum Beispiel ja, attributable.org oder welche Domain auch immer ihr alle haltet und da jeweils spezifische Server hinterschalten, die Föderationsmöglichkeiten haben, sprich, dass die Server wiederum mit anderen sprechen können, um eben semantische Web-Ansätze umsetzen zu können. Auf jedem dieser einzelnen Server muss es möglich sein, zudem einzelne NutzerInnen anzulegen. Das heißt, es gibt eine pro Instanz, es gibt nicht eine große Instanz, die alle Sachen verwaltet, sondern eben pro Server ist es die Möglichkeit, einzelne NutzerInnen anzulegen. Das Ganze muss dann eben einhergehen auch mit einem graduellen Rechtemanagement. Was dürfte diese Person sehen, als auch an wen delegiert sie das vielleicht an weitere andere NutzerInnen-Accounts. Das Coole ist, weil ich kurz gerade schon Föderation angesprochen habe, komme ich später auch noch mal ein bisschen mehr dazu, dass es durch Föderation die Möglichkeit hat, eben auch nicht nur mit Leuten zu interagieren auf seinem eigenen Server, sondern eben auch auf anderen Servern. Das heißt, man kann Rechte einräumen für Leute, die auf anderen Servern sind, spezifische Sachen zu sehen oder zu nutzen oder auch anzulegen. So, jetzt haben wir jedenfalls NutzerInnen im Prinzip auf autonomen Servern. Das heißt nicht, dass alle oder jede Person einen eigenen Server betreiben muss, aber man kann das auch auf Public-Server machen, aber man hat die Chance dazu, um gleichsam daran zu partizipieren. Daneben wäre eben, dass jede NutzerIn im Prinzip Daten anlegen kann. Jede dieser Datensätze braucht einen Unique Identifier. Auch da nicht den Blockchain-Ansatz, gibt einen Dateien, wo alle drin liegen, sondern den Ansatz eben, die Autorität der jeweiligen Unique Identifier liegt bei dem jeweiligen Server. Aber die müssen irgendwie nach einem ähnlichen Paradigma sein. Das heißt, es kann sein, dass solche, die Hashes im Prinzip dieser jeweiligen IDs gleich sind auf einem anderen Server, es darf aber nie den gleichen ID auf dem gleichen Server geben. Und pro jeder dieser Datensatz, da steht immer irgendwas in einem Datensatz drin, plus aber da muss auch Meta-Kontext irgendwie mitzugegeben werden, sprich, wer hat es erstellt, in welchem Kontext wurde es erstellt, damit es eben nicht aus dem Kontext gerissen werden kann, gerade wenn man irgendwie partiell einzelne Teile zitiert. Ja, genau. Und um sozusagen solche Strukturieren aufzufahren, müssen wir eben genestete Daten irgendwie bauen können. Das heißt, es hilft uns nicht, wir haben einfach nur irgendwelche IDs, die da rumfliegen, sondern wir wollen eigentlich haben, dass wir diese einzelnen Content-Blöcke auch jeweils untereinander schachteln können und miteinander kombinieren können, um eben komplexere Datenstrukturen zu bauen. Ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen nahbarer ist, ist, wir nehmen jetzt einfach mal irgendwie einen Satz mit zwei Untersätzen, wie man den verschieden verstehen könnte als genestetes Objekt. Zum Beispiel ist ja die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist jetzt einfach, wir lesen das jetzt als ein String. Wir können aber auch sagen, ja, wir nehmen das jetzt mal als eine Ansammlung von zwei Sätzen oder wir nehmen das jeweils eine Ansammlung von zwei Sätzen, die jeweils eine Ansammlung von einzelnen Wörtern sind oder unterteilen das sogar noch bis auf Buchstabenebene. Wichtig ist hierbei zu sehen, dass je nach
je nach Anwendungsfall es eine verschiedene granulare Aufschlüsselung des Ganzen braucht. Wenn wir einen Text lesen, in der Regel interessiert uns nicht der einzelne Buchstabe, sondern wir fliegen einfach drüber, also sprich, wenn wir einen Inhalt verstehen wollen. Im Gegensatz, wenn wir nur zum Beispiel versuchen, irgendwie was auf Grammatik zu kontrollieren, dann schauen wir uns mehr die Konstellation der Worte zueinander an. Oder wenn wir eine Rechtschreibkorrektur machen, dann interessiert uns eigentlich diese Inhaltsebene nicht und die Konstellation der Worte nicht, aber uns interessiert schon mehr, wie sind die Buchstaben zueinander arrangiert. Und dafür brauchen wir eben im Prinzip eine Datentypisierung. Also müssen eben gucken, wenn wir eben einen Datensatz eben da kreieren, der jetzt, ob das jetzt einfach nur als String ist oder eben geschachtelt in statt den Inhalt direkt zu halten, sondern zu sagen, nee, ich bin kein direkter Inhalt, sondern ich bin zwei unterliegende Sätze oder eben weiter und so fort. Auch das, es gibt dabei jetzt nicht eine globale Spezifikation, die genau immer auf alles immer funktionieren könnte. Deswegen muss irgendwie es möglich sein, diese granulare Substrukturierung und Nestung so kompatibel zu machen, dass wenn eine Applikation etwas super fein granuell aufgeteilt irgendwo ablegt im Web, es die Möglichkeit auch gibt, immer auch rückzuschlussfolgern, okay, auf jeder Ebene, okay, ich möchte vielleicht, das ist nur eine Ansammlung von Buchstaben, aber ich möchte es so behandeln mit einer anderen Applikation, wie als wäre es eine Ansammlung von Sätzen oder immer als String, damit wir irgendwo eine Interoperabilität schaffen können. Und all diese Daten, die im Prinzip da jetzt so abgelegt werden können, müssen irgendwo menschenlesbar sein. Das bedeutet eben, dass alle Daten, die von NutzerInnen durch verschiedene Applikationen erstellt werden, durch irgendwelche anderen Interfaces immer einsehbar sind, dass wir nicht eben in diese Situation kommen, wie dass irgendwelche Mythen und Glauben darüber entstehen, wie irgendwelche Plattformen welche Daten über uns speichern. Das sollten wir irgendwo gesellschaftlich, glaube ich, nicht wollen. Gerade oft diese Frage, hört Facebook überhaupt, wenn ich auf Facebook was sage und da kriege ich eine Werbung danach geschaltet. So, überhaupt, dass wir in diese Situation kommen, dass wir es nicht nachprüfen können, was wird da überhaupt mitgeschrieben, ist etwas, das ist technisch nicht zwangsweise notwendig und daher alle Interfaces, die in einen jeweiligen Nutzeraccount schreiben sollten, eben dementsprechend immer so abgelegt werden, dass es eben menschenlesbar ist. So, so viel zu den Building Blocks. Jetzt ganz kurz technisch, also um ein bisschen dem Ganzen technische Legitimation zu geben. Das dauert jetzt so in etwa 5 Minuten und für alle nicht aus dem technischen Bereich ist es auch schnell wieder vorbei, dieser Teil. Also wir gucken mal ein bisschen, wir haben da viele Prototypen schon zu gebaut und versuchen uns damit aus und versuchen uns dem auch anzunähern, wie man an sowas rankommt und gucken dem manchmal ein bisschen in den Maschinenraum. Also super vereinfacht gesagt, so funktionieren heutzutage die meisten Plattformen oder Web-Applikationen. Also wir bauen im Prinzip, sagen wir, ab Transport Layer erkläre ich mal nicht, aber im Prinzip dazwischen gibt es eine große Blackbox im Backend oft, wenn es nicht Open Source ist, die bietet ein paar Funktionen an einen per API zur Verfügung, um Sachen immer nachzuladen und dann haben wir eine Front-Facing-Website, die damit interagiert, aber was genau jeweils da dann processed wird und abgespeichert wird, jeweils in NutzerInnen-Accounts, können wir eigentlich nur immer darauf vertrauen, dass die Plattformanbieter sich darauf da wirklich dran halten, zu sagen, so ja, okay, wenn ich hier eure Daten rausgebe, mal als eine Kopie, dann ist das auch wirklich das, was wir alles nur haben. Anstatt jetzt eben zu sagen, wir nutzen diesen Tech-Stack und enden sozusagen bei einer REST-API und packen direkt bei einer Application dann vorne vor, haben wir uns mehr gedacht, okay, wir beginnen mal ab OSI Layer 7, also eigentlich dem Application Layer und ziehen ab da nochmal neue Abstraktionsebenen rein. Und zwar eben als allererstes, um die ganzen Föderationsmöglichkeiten zu haben, das Matrix-Protokoll, komme ich gleich noch zu. Und da drüber dann spezifische Schablonen eben und wie wir eben da drin Daten ablegen, als dieses Attributable Layer und erst danach, das sind Werkzeuge, die dann EntwicklerInnen bekommen, um damit die Möglichkeit zu haben, verschiedene Applikationen in verschiedenen NutzerInnen-Accounts abzulegen, wo es aber eben egal ist, wer hat das Interface und wer hat den Server. So Matrix, ja, die haben es leider mit dem
SEO nicht so gut gemeint, weil die meisten Leute haben darunter eine andere Vorstellung als jetzt eben dieses Protokoll. Neben dem Film ist eben Matrix auch ein standardisiertes Protokoll für föderierte Netze. Und gerade eigentlich wird meistens dafür genutzt für Messenger, Inter-Messenger-Operabilität. Und im Prinzip könnt ihr euch das vorstellen so ein bisschen wie, wie E-Mail, was ja auch noch komplett dezentral funktioniert. Wir haben irgendein Protokoll, auf das haben sich alle geeinigt und ihr könnt zum Beispiel innerhalb der TU könnt ihr ja auch schreiben, eine E-Mail innerhalb von TU-Nutzerin 1 an TU-Nutzerin 2, können aber auch gleichzeitig an andere Unis schreiben, die eigene Server betreiben oder auch an Plattformen wie Google Mail. Die alle sind miteinander kompatibel. Das Problem ist, E-Mail ist ein bisschen älter und hat es nicht so mit Version Control gut gehabt. Wir haben noch immer keine End-to-End-Verschlüsselung da durchgesetzt bekommen. Also kann man aus diesen Fehlern lernen und im Prinzip setzt da Matrix an für die Herausforderungen für heutzutage, ein föderierbares Protokoll zu schaffen. Also sprich, jede Institution, Gruppe, Person, whatever, betreibt einen eigenen Server. Darauf sind einzelne NutzerInnen und die können eben miteinander schreiben über die Identifier oder eben auch, wenn sie Daten anlegen, über die auch ansehen. Was ist jetzt eben sozusagen Matrix und was machen wir? Anstatt dass man immer wieder das Rad komplett neu erfindet, ist es eben super cool, dass Matrix super viel Sachen schon übernimmt. An Funktionalität, auf die man aufbauen kann. Und dadurch, dass die standardisiert sind, sollte man das jetzt nicht auch alles neu schreiben und gemeinsames reinkippen. Daher Matrix im Prinzip übernimmt das Erstellen schon von diesen Unique Identifiern, übernimmt die Funktionalität des graduellen Rechtemanagements, sprich wer darf was sehen oder wer darf wo auch am meisten schreiben, dass wenn ich irgendwie in einem, gerade bei genesteten Datensätzen, wenn ich in einem Datensatz irgendwo Schreibrechte habe, dass die auch dann noch runterdelegiert werden können. Ganz großes Ding natürlich die Föderationsmöglichkeit, das heißt, ob ich jetzt mit einer Person schreibe, oder Daten austausche auf meinem Server oder auf einem anderen oder auch einen Datensatz, den ich irgendwo in einer genesteten Struktur habe, ob der bei mir auf meinem Server liegt oder woanders, ist egal. Das übernimmt sozusagen die Föderationsmöglichkeit. Plus End-to-End-Encryption ist da, was wichtig ist, denn wir wollen auch den Servern nicht vertrauen wollen. Oder jedenfalls NutzerInnen sollten das nicht dem vertrauen zu müssen, dass da nicht mitgelesen wird. Und es gibt eben die Möglichkeit, dass das auch alles immer in Echtzeit sync gehalten ist, was eben wiederum bedeutet, dass wir auch sowas Echtzeit-Kollaborationsplattformen irgendwie damit umsetzen könnten. So, und das übernimmt im Prinzip alles Matrix. Und was wir jetzt darauf packen, ist eben zu gucken, okay, wie kriegen wir das jetzt irgendwo eine Schablone dafür erstellt und eine Spezifikation, die das Ganze nicht nur für Messaging benutzt oder für eine spezifische Applikation, sondern für eine generelle Sache, um darauf Applikationen später zu bauen. Also wie legen wir Daten in Matrix ab, welche Metatypisierung müssen wir vornehmen und wie kriegen wir das irgendwie hin, dass das auch skaliert, mit einerseits, dass man lokal eigene Anwendungen erstellen kann, aber interoperabel ist mit anderen Anwendungen. Denn dadurch brauchen wir irgendwie ein gleichsames, generalisiertes Machine-to-Machine-Interface. Aber gleichzeitig muss auch möglich sein, lokale Spezifikationen zu erschaffen, die trotzdem irgendwie aber kompatibel sind. Und die Idee dahinter ist jetzt sowohl die Spezifikation, zum Beispiel, was ist ein Text, wo man definiert, wie wird ein Text interpretiert, was ist zum Beispiel ein Blog-Eintrag, was ist eine Website, was ist beim Lagersystem, was ist eine Europalette oder whatever, all das muss irgendwo definiert sein, wie der Inhalt geparst wird und auch gerade, wie sind die Sachen, die darunter angegliedert sind, wenn es gerade feingranularer genestet ist, verstanden werden kann. Und das kann eben nur dadurch passieren, indem die Spezifikation für die jeweiligen Typisierungen der Daten eben auch selber föderierbar gehalten sind und die Möglichkeit eben darin zu halten, dass die eben vererbbare Klassen über eine Föderation auch hat, um eben aufeinander aufzubauen. So viel dazu im Prinzip, das nur kurz, wo der Unterschied dazwischen ist. Das ist jetzt ein relativ großer Tech-Block, der dadurch entsteht. Was ermöglichen wir uns überhaupt damit? Und zwar
Die Idee ist dahinter, dass es irgendwie generalisierte Interfaces gibt, die zwischen Web und aktuellen Webstack und Applikationen liegen, um dann später da eben auch Frontends drauf zu bauen. Die Möglichkeit aber, dass die eben bieten, sowohl generalisiert zu sein, als auch eben die Möglichkeit zu haben, lokal spezifisch die zu individualisieren. Des Weiteren eben, alles hat einen genauen Identifier, sprich wir trennen Interface und Datei. Plus aber auch die Möglichkeit ist, dadurch, dass das immer in NutzerInnen-Accounts geschrieben wird, die NutzerInnen können auch Sachen löschen. Und im Prinzip, zwar kann man alles noch weiterhin kopieren, wir wollen keine Kopierschütze dadurch bauen, ganz und gar nicht. Man kann alles gleichsam noch kopieren, aber sozusagen die Authentizität der Daten geht verloren. Und das ist eben so, oder beziehungsweise die Attributierung dazu, wenn es eben nicht mehr in eine Matrix dahinter ausgeliefert wird. Ansonsten, ja, wichtig ist noch zum Beispiel ein bisschen abzugrenzen vom Fediverse, ist, dass es nicht applikationsspezifisch orientiert ist, sondern mehr User-Account-spezifisch. Also Applikationen schreiben in User-Accounts und benutzen den als Application Storage. Und dadurch versuchen eben zu schaffen, dass wir keine, wie ganz am Anfang, keine Single Points of Failure mehr haben. Das heißt, wir können uns lokale Netze wieder schaffen, die aber keine Nachteile haben, als jetzt eben auf einer großen Plattform teilzunehmen. Genau, und wir wollen nicht, dass irgendwie NutzerInnen irgendwas vertrauen müssen. Alle Teile müssen austauschbar irgendwo sein. Und ja, das ist ein riesen technischer Block, der dann obendrauf gepackt wird. Und generell mit mehr Komplexität gibt es auch umso mehr Abstraktionslayer wir in so Tech-Stacks einziehen, umso mehr Probleme kriegen wir auch oder wo es irgendwo Knacks machen kann. Und ja, die Frage ist eben, lohnt sich das Ganze? Und das sind eben so ein bisschen nochmal die Punkte, die wir versuchen wollen, eben damit zu adressieren. Und das muss man irgendwo dann auch gesellschaftlich verhandeln. Sind diese Punkte uns wert, uns sozusagen so viel Komplexität einzutreten? Denn was wir damit erreichen wollen, ist das Self-Hosting wieder, sowohl gerade auch im eher ländlichen Raum, die Möglichkeit hat, sich Netze aufzubauen und gleichsam am Web zu partizipieren, ohne eben die Login-Effekte, die wir heutzutage bei Plattformen haben. Dadurch, ganz optimistisch gesehen, irgendwie brechen wir auch oder wenn man sowas umsetzen würde, die Macht der Plattform und einhergeht, würde auch ein bisschen so die Demokratisierung wieder, weil wer kann sprechen, wer kann eigene Infrastruktur aufbauen, die Eintrittshürden in das Web selber mit aktiv partizipieren werden wieder niedriger geschaltet und nicht mehr nur so, wie es uns die Plattform wollen, wie wir sie zu nutzen haben oder das Digitale generell. Und auch da wieder, nicht alle müssen irgendwie versuchen, alles verstehen zu können in diesem, aber es sollen immer alle NutzerInnen die Möglichkeit haben, die Chance dafür zu haben, es nachzuvollziehen, was wird über sie gespeichert, wie funktionieren die Applikationen. All das erreichen wir eben eigentlich dadurch, wie ich an dem Anfangsblock noch erklärt hatte, ein bisschen mit mehr darin, dass wir uns einer physischen Welt eben zu orientieren, zu gucken, wie agieren wir darin, um eben nicht einen Raum zu schaffen, der artifiziell ist, wie jetzt das Digitale ganz oft, was gar nicht so ganz verstanden wird, aber wir Paradigmen, die wir aus dem Physischen kennen, wie wir uns verhalten und wie wir uns organisieren, aufs Digitale projizieren und stattdessen eben zu gucken, wie kriegen wir das wieder ein bisschen mehr zusammen. Und das Ganze müsste angegangen werden, eben bevor es irgendwie daneben geht. Also auch jetzt wieder Beispiel am Anfang, wenn das Unterseekabel kaputt ist oder wenn eine Region von dem Internet abgeschnitten ist, dann ist es zu spät. Dann kriegen wir dahin nicht mehr die Software ausgerollt. Sprich, wir müssen es irgendwie die Probleme adressieren und auch implementieren und ja, testen und überall dahin packen, wo es, bevor es irgendwie daneben geht oder Probleme entstehen. Und ich glaube, die Chance in diesem Ganzen wäre es darin eben, dass wir nicht jetzt sagen, das baut auf dem aktuellen Webstack eben auch auf und wir versuchen das Ganze in den Zwischenräumen irgendwie anzusiedeln, anstatt diesen Paradigmenwechsel von A nach B direkt zu we wechseln. Und es ist sozusagen Zusatzinformation, es ist komplett kompatibel mit dem aktuellen Web. So, noch letzter Disclaimer, wo nämlich stehen wir überhaupt mit dem Ganzen? Das ist noch nicht. Wir bauen im Prinzip Prototypen im Moment. Wir nähern uns iterativ an dem Ganzen dran, mit verschiedenen, ob jetzt teilweise in der Uni
da, wo wir jedenfalls ein paar tausend NutzerInnen schon mal haben, wo wir sowas austesten können und auch auf ein paar Skalierungsprobleme schon mal treffen, aber auch eben mit AktivistInnengruppen, mit Institutionen und Privatpersonen, wo wir verschieden die gucken, wie kriegen wir diese generalisierte Zwischenlayer irgendwie gebaut. Das ist noch sehr weit entfernt von den Spezifikationen geschrieben zu haben, aber es ist eben, wir wollen in diesen Diskurs jetzt kommen, zu gucken, wie könnte man jetzt eben ein dezentrales Web bauen, was eben auf dem aktuellen aufbaut, aber eben semantisch agiert. Und wichtig ist da jetzt noch zu sagen, auch bei Matrix fehlen noch, dass das richtig mitskaliert, ein paar Sachen in deren Spezifikation, auf die wir aufbauen müssten, als auch wir sollten irgendwie gucken, nur weil wir jetzt irgendwie, es soll nicht als technisch optimistischer Vortrag hier sein, sondern es ist eben ein Vorschlag, den ich unterbreiten will. In die Richtung sollte man mal überprüfen, ob wir uns da hinbegeben wollen würden. Denn es kann ganz oft sein, ganz viele Sachen haben gute Intentionen gehabt, anfanglich irgendwie ein Problem zu lösen, aber 4, 5 Schritte weiter stellt es erst die Basis für viel größere Probleme. Und das sollte mitbedacht werden, bevor wir irgendwelche neuen Technologien eben reinwerfen. Ansonsten noch bleibt ein großer Dank. Ich habe jetzt nicht alle einzeln gefragt, das, um jetzt nicht zu doxen. Habe ich jetzt nur die Vornamen. Einerseits an das Team von mir, andererseits auch an die KooperationspartnerInnen von uns. Die viel Geduld mit uns haben, da auch eben, wenn im Hintergrund man noch sowas baut und eigentlich mit einem WordPress sowas oftmals einfacher wäre zu bauen und natürlich auch als eine Institution, die uns da ein bisschen Vertrauensvorschüsse bauen, dass wir sowas eben in der Uni direkt umsetzen können. Und ja, ich glaube, das war's jetzt schon. Danke fürs Zuhören und genau auf die Minute, hoffentlich genau.